Good afternoon. It's a great pleasure to be able to say to you, welcome to Cabal Vision HD. Are you ready, Bob? I was born ready. Time to put all that training and knowledge to the test. Let's play Blood Bowl! So, willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer sehr, sehr lange überfälligen Runde an Blood Bowl. Und ich hoffe, mein Bild und mein Ton ist synchron. Ich bin mir da gerade unten nicht ganz so sicher. Nichtsdestotrotz weiß ich die Unterstützung der Blood Bowl-Zuschauer zu schätzen. Und da habe ich fast schon Lust, in Zukunft noch ein bisschen mehr Blood Bowl zu machen und auch mal wieder in der offenen Champions League zu spielen. Vielleicht mit einem Grünhaut-Team, da wird meine Spieler nicht so schnell sterben, auch wenn mich das vielleicht nicht rettet. Aber um ein bisschen mehr Übung zu bekommen und dafür ein kleines bisschen weniger Richtung Total Warmer zu gehen, denn Blood Bowl scheint deutlich interessant zu sein. Also ich muss zugeben, ich finde es auch ziemlich geil. Auch wenn ich nicht so wenig spiele, aber der Grund ist hauptsächlich, eine Blood Bowl-Partie dauert bei mir dann immer gleich 2,5 Stunden. Aber sei es drum, ne? Sei es drum. Heute sehen wir uns ein interessantes Spiel an zwischen, also auch in unserer Hamsterliga. Auf der einen Seite sehen wir AG1612 und das ist, soweit ich weiß, Ludwig von aus unserer Gruppe. Und auf der anderen Seite Scarlett Carson, gegen den ich auch schon gespielt habe. Warum sehen wir uns dieses Spiel an? Nun, es ist auf der einen Seite, sind das die Elfen. Lino One suffers an. Das ist natürlich ziemlich unangenehm. Der erste Elfenspieler direkt gestunt, aber es könnte schlimmer sein. Was genau. Warum dieses Spiel? Weil die arroganten Dodge-Viecher hier unsere nächsten Gegner sein werden in der kommenden Woche. Und wie ihr wisst, also klar, lasst gerne die Daumen hoch da, lasst gerne die Likes da und einen dummen Kommentar oder einen klugen Kommentar, wenn ich mal wieder irgendeinen Blödsinn gesagt habe, zu Blood Bowl. Es ist ja einer der wenigen Blood Bowl-Kanäle auf Deutsch hier, vielleicht sogar der einzige, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe da noch nicht dran abgesucht, ihr könnt mich vielleicht darauf hinweisen. So Leute, aber einen kurzen Blick in die Teams. Soweit ich weiß, sind die arroganten Dodge-Viecher relativ weit oben in der Liga, wohingegen Scarlett Carson nicht ganz so weit oben platziert ist. Er ist auch noch etwas unerfahrener. Ich glaube, seine erste Liga oder im schlimmsten oder im besten Fall seine zweite. Und ich weiß, wie das ist. Am Anfang ist Blood Bowl so richtig fies, so richtig hart. Und deswegen ist es natürlich auch für ihn gut, wenn wir hier diese Runde einmal im Detail kommentieren. Für alle, die nach Tutorials fragen, googelt einfach mal nach Blood Bowl neuer Spieler oder Blood Bowl Tutorial hier auf dem Kanal. Ich habe schon mal eines zusammen mit, ich glaube, Soul God gemacht. Alias Mülsi. Und da sind wir in die Details reingegangen, wie das Spiel funktioniert. Auf der einen Seite sind die Elfen natürlich super, super schnell und eher geschickt, aber haben auch einen Killer mit diesem Push-Blitzer mit Block und Mighty Blow, ein extra Reroll mit dem Thrower. Auf der anderen Seite sind die Zwerge, also Chaos-Zwerge mit Foul Hobgoblins, mit Bull Centaurs, der eine hat Block, der andere hat Pickup, trotzdem nicht so unbedingt richtig gut darin, die Bälle aufzusammeln. Und ein Superkiller, Hamstragoth von Hushnu, das bin ja ich. Dabei bin ich eher der getötet wird, aber ich bin trotzdem dankbar mit Mighty Blow und Klaue. Das bringt sogar gegen die Elfen hier ein kleines bisschen was, weil es die Rüstung auf 7 reduziert. Und die erste Verletzung, das tut den Elfen weh. Man sieht, die Elfenpositionierung ist bisschen ungut. Gerade wenn man gegen solche Hochstärke-Teams spielt, sollte man sich eher so ein bisschen weiter auseinander aufstellen, damit man in der Lage ist, damit der Gegner nicht in der Lage ist, so viele Spieler vom eigenen Team in Kontakt zu kriegen. Und direkt einmal durchgelaufen mit dem Catcher. Mit dem Läufer-Catcher. Er hat seine Spieler auch so benannt, dass er nicht vergisst, welcher Spieler was ist. Das finde ich für gut. Und er lässt sich gar nicht auf den Kampf hier ein mit den Zwergen, was bestimmt auch die bessere Idee ist. Verlässt sich auf seinen Dodge-Geschick, was jetzt bei einem 4-Plus-Dodge nicht extrem gut ist. Und da kommt der Pass. Der Pass auf eine 3, das ist gar nicht so schlecht. Und er ist erfolgreich mit dem Reroll.
Buja, nette Aktion, muss ich sagen, nette Aktion. Ich denke, es war auch hier genau die richtige Entscheidung, ansonsten wäre er aus diesem ganzen Haufen an Chaos-Zwergen nicht mehr rausgekommen. Aber Chaos-Zwerge können immer noch was machen, mindestens diese Brust im Tower, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kriegt noch ziemlich einfach einen 2-Würfel-Block und möglicherweise kann er noch einen 3-Würfel-Block gegen hier den Catcher durchführen auf der Seite von Scarlet. Noch ein Hinweis an neue Spieler, ja, Hochelfen eher das Geschicklichkeitsteam, Chaos-Zwerge eher ein bashigeres Team, nicht das bashigste von allen, aber schon ziemlich stark. Schöne Aktion hier auch nochmal abzusichern gegen den Push-Blitzer. Wäre allerdings noch mehr gegangen, ich denke, obwohl er wollte jetzt nur auf Nummer sicher gehen, dass der Catcher auch wirklich zu Boden geht. Er hat Erfolg, der Ball fällt auf den Boden direkt neben den Hobgoblin, keine super gute Position, aber auch keine super schlechte, die ist schon sehr okay. Und noch ein paar Elfen werden umgehauen. Ja, ich hoffe, euch gefällt übrigens das gute Wetter draußen. Ich bin absolut begeistert. Mein Körper ist voller Vitamin B12 und was weiß ich. Ich mache mein Bild mal ein bisschen mehr kleiner, dann könnt ihr ein bisschen besser die Karten sehen. Und ich würde mal sagen, die Aktionsmöglichkeiten für die Hochelfen sind begrenzt. Sie werden hier rein dodgen müssen, in der Hoffnung, dass sie den Ball kriegen. Oh wow, das ist... okay. Zweite Aktion ist der Dodge mit Reroll. Ich muss zugeben, hier hätte vielleicht noch... ja, okay. Einen zweiten Hochelfenspieler dahin zu bringen, um den Goblin rauszudodgen. Obwohl, ja doch, er hätte eigentlich mit dem Catcher einmal rausdodgen können. Dann wieder hier rein. Dann hätte er einen 2-Würfel-Block gegen den Hobgoblin machen können. Hier mit diesem Blitzer. Und dann den Ball ohne Risiko aufsammeln können. Also es wäre noch besser gegangen. Also hier aufstehen, rausdodgen, hier rein als Support. Und dann, das wäre jetzt ja nur ein 2+. Und dann hätte er einen 2-Würfel-Block hier bekommen. Dann wäre diese Aktion jetzt noch besser geworden, aber auch so hat er es nicht nötig, er hat Glück gehabt. Auch mit diesem Einwürfelblock hat er es geschafft. Oh, und jetzt rutscht, oh, aber er kriegt die 2, er kriegt die 2 und er hat den Ball, beziehungsweise nein, er kriegt nicht die 2. Ja, auf dem 2+ aufsammeln hat erneut nicht funktioniert. Die Hochelfen sind nicht sehr gut darin, gerade den Ball aufzusammeln. Meiner Meinung nach riskante Aktion. Wenn der Ball ist, steht wirklich einzig ziemlich gefährlich für die Chaos-Zwerge. Ich würde so schnell wie möglich 1, 2, 3, 4, 5, also mindestens diesen 1, 2, 3, 4, mindestens den Zwergenblocker und vielleicht noch den Hobgoblin hier zum Ball ziehen und dann mit dem Bull Centaur den Catcher wegblitzen und dann den Ball aufsammeln. Irgendwie sowas. Oder vor allem diesen anderen Chaos-Zwerglock 1, 2, 3, 4 auch noch hier zu den Hochelfen unten stellen, um den Ball abzusichern. Weil diese Blocks hier, die sind zwar Aktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit da oben rechts im Feld, aber die bringen letzten Endes nicht wirklich viel. Und das war eine ganz schlechte Entscheidung meiner Meinung nach, diesen Catcher hier hinzuschieben. Warum? Weil jetzt kann nämlich zum Beispiel diese Hobgoblin 1, 2, 3, 4, 5, 6 viel schlechter zum Ball kommen, als es vorher möglich war. Es sei denn, er hat jetzt vor, hier mit Hamstergott zu blitzen. Das hat er auch vor. Aber das ist auch keine so super gute Idee. Warum? Ich meine, okay, es hat funktioniert, was natürlich schön ist, aber hätte es nicht funktioniert und es wäre nur ein Schubser gewesen, wären auf einmal zwei Spieler direkt am Ball. Und jetzt ist immer noch ein Spieler, der Hochelf. Und der und warum? Oh nein! Gobbo-chan! Warum hat sich Gobbo-chan nicht rüber bewegt? Das wäre eine ideale Gelegenheit gewesen, den Ball weiter abzusichern. Also hier auf jeden Fall noch mehr Spielraum da gewesen für die Chaos-Zwerge, den Ball weiter abzusichern. Gegen so ein aktives und geschicktes Team wie die Elfen sollte man... da wird... ja, das hat nicht funktioniert. Schlecht für die Elfen. Schlecht für die Elfen. Vor allem der, ich meine, okay, jetzt zahlt sich schon ein bisschen aus, dass die Zwerge hier stehen und die Elfen unter Druck setzen. Die kommen jetzt hier nicht mehr raus. Aber so gut sieht es immer noch nicht aus. Ich meine, der Ball ist immer noch nicht sicher. Er schiebt ihn auf den... oh, das hätte ich nicht gemacht. Nicht auf den Ball. Oh, okay. Die Verletzung ist natürlich schön, aber wenn der Ball jetzt irgendwo hier nach rechts fliegt... jetzt liegt der Ball nämlich nicht, wenn er den Spieler nicht auf den Ball geschoben hätte, wäre der Ball in 3 Tackle-Zonen der Chaos-Zwerge gestanden. Das heißt, die Hochelfen hätten -3 auf den Pickup bekommen, bei ihrem Würfel fast unmöglich, dann ihn aufzusammeln.
Nochmal ein Doppelpower und jetzt kommt der Reroll. Block ist einfach OP. Und jetzt liegt er nur noch in einer Tackle-Zone. Er kann nur hoffen, dass er diesen Hobgoblin irgendwann mal aufstellt, um den Ball einzusammeln oder wenigstens um dazustehen. Das sind immer noch Elfen, gegen die wir hier spielen. Das waren unglückliche Blocks. Und es sind immer noch Elfen. Der Goblin ist nicht aufgestanden. Und ist dieser Elf tot? Der hier steht? Der ist gestunt, aber der ist noch da. Und jetzt sind diese drei Elfen frei. Na, jedenfalls zwei. Wenn er... Oh, nein, okay. Geht lieber auf Damage. Muss ich sagen, das finde ich ziemlich riskant. Diese zwei, weil hier wären jetzt die Hochelfen in der Lage gewesen, sehr schnell nach unten zu kommen und zum Ball zu kommen und den Ball wegzuschnappen. Möglicherweise wären die Zwerge mit ihrer Beweglichkeit 4, 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall mindestens einen Zug mehr gebraucht hätten, bis sie in der Lage gewesen wären, unten zu unterstützen. Und jetzt kriegen die Hochelfen halt immer noch mehr auf die Orme. Aber die Blocks laufen auch nur so mäßig, gerade auf beiden Seiten, habe ich das Gefühl. Puh, also langsam aber sicher würde ich diesen Ball aussammeln. Oh, den ziemlich langen Spaziergang durch die Sonne. Das war angenehm. Ich habe gehört, nächste Woche soll es nicht ganz so schön werden, aber wir werden sehen. Und sogar die Corona-Zahlen erscheinen ein bisschen runter zu gehen, aber ich sag's besser nicht zu laut. Nicht, dass ich es jinx. Wo geht diese Chaoszwerge hin? Seid ihr des Wahnsinns? Wollt ihr nicht den Ball haben? Das ist riskant. Oh meine Güte. Und er hat eine 1 gewürfelt. Ja. Reroll. Und oh nein. Oh meine Güte. Oh. Das war wirklich unglaubliches Glück, dass dieser Goblin ihn eingesammelt hat. Aber es ist trotzdem jetzt nicht sehr super sicher, weil er hat keine Skills. Und neben ihm ist direkt ein Blitzer mit Mighty Blow. Und wenn er jetzt hier noch diesen Catcher daneben stellt oder noch einen weiteren Hochelf da hinkriegt, was er nicht schafft, weil seine Dodges so richtig schlecht sind. Okay, also so richtig viele Aktionen funktionieren hier nicht. Aber ich sehe, das war eigentlich eine schöne Aktion, hier den Catcher raus dodgen. Anschließend auch noch hier als Support, beziehungsweise als, um dafür zu sorgen, dass die Supports hier weggehen. Reinstellen, dann zwei Würfel Block auf, lasst Tami Rückendolcher den Hobgoblin, um den Ball zu kriegen. Aber mit den Würfeln geht das natürlich nicht. Aber ansonsten fand ich das eine gute Idee. Auf der Hochelfenseite. Autsch. Nächster Lineman. Auf der Seitenlinie. Zwei verletzt. Ein K.O. Und das schwächt die Hochelfen natürlich sehr, dass sie sich hier auf diesen Kampf gegen die Chaoszwerge einlassen, den sie nicht gewinnen können. Denn sie haben weniger Skills, sie haben weniger Rüstung. Und weniger Wahrscheinlichkeit, die Zwerge rauszuhauen, weil sie auch noch Thick Skull haben. Es wäre viel besser gewesen, diese Hochelfen. Und ihre Beweglichkeit auszunutzen. Und damit hätten sie bestimmt noch eine Überzahl am Ball erzeugen können, um vielleicht doch noch den Ball wegzunehmen, den Chaoszwergen. Weil so sieht es mittlerweile nicht sehr gut aus. Nicht gut, noch zwei Züge für die Elfen. Jetzt müsste Scarlet Carson wirklich einen groben Fehler machen, um es den Hochelfen noch zu erlauben, hier den Ball zu kriegen und dann noch einen Touchdown zu machen. Ich denke hier, diesen Spieler nach links zu stellen, um den Cage von unten voll zu machen, damit der Blitzer nicht mehr hinkommt, weil das ist eine sehr gute Idee. Aber immer noch offen. Es ist immer noch offen. Warum? Nämlich genau wegen dieser Aktion. Die rechte Seite ist offen. Hier gibt es einen Würfelblock von einem Hochelf, der jetzt von rechts kommen wird. Ja, Ball sichern habe ich auch schweren Herzens lernen. Ohoho, und ein Touchdown-Thread. Eine sehr kluge Idee. Vielleicht hätte es allerdings auch erst der nächste, also hätte... Oh nein, schon wieder ein verfehlter Block. Warum? Warum das? Ich hätte wenigstens einen dieser Hochelfen vorher hingestellt, damit wenigstens ein Blitz auf den gemacht werden muss und ja... Den hätte ich zum Beispiel jetzt auch nicht dahingestellt, nicht direkt auf Kontakt, sondern eher hier links, weil sonst können die sich wieder frei blocken. Aber gut, jetzt sind es sogar zwei Elfen, zwei Zwerge, die hier stehen. Die kriegt er nicht beide weg. Die kriegt er nicht beide weg. Und ich glaube, jetzt ist es aus für die Elfen, für diese Halbzeit. Obwohl, immerhin, hier ist noch ein Lino dabei. Er könnte noch einen Blitz machen auf den Hobgoblin. Es sei denn, dieser Chaoszwergenblocker stellt sich noch hier hin. Das hätte ich zum ersten Mal zuerst gemacht.
Also ist auch hier immer ganz wichtig. Autsch. Nächste Alignment draußen. Keine glücklichen Verletzungswürfel. Solche Aktionen, die wirklich keinen Würfelwurf erfordern. Das war jetzt zum Beispiel ein Schritt zu viel. Warum? Also, warum ist das ein Schritt zu viel gewesen? Das war ein unnötiger Würfel. Dieser Chaos-Zwergen-Blocker wäre genauso wertvoll gewesen, wenn er hier gestanden hätte. Es hätte trotzdem noch, obwohl er wollte wahrscheinlich da zumachen, damit es einen weiteren Wurf gibt. Aber egal, auch auf dem Boden ist er hier an sich ganz gut. Da kommt zwei rote Würfelblock, hat leider nicht geklappt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hätte man vielleicht ganz außen rum gehen können, aber ich glaube, er hatte nicht genug Beweglichkeit dafür. Und das war's, es gibt den Touchdown für die Zwerge. Es sei denn, sie blocken jetzt noch ein bisschen gierig und werfen einen Double Skull. Ich würde in so einer Situation ohne Reroll, und wenn ich keinen Reroll mehr habe, würde ich keine weiteren Aktionen mehr durchführen. Das ist meiner Meinung nach viel zu riskant. Ich denke, jetzt kommt der Touchdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, er muss nicht einmal... Hä? Geht er auch noch hin? Der geht auch noch in Touchdown-Reichweite. Warum nicht? Und jetzt Hauptgoblin Touchdown. Ein Going For It. Und das war's. Na, die haben sogar Squeak Pompoms. Ja, schöne erste Runde. Schönes Spiel von den Hochelfen. Das einzige Problem war, denke ich, was sie hätten besser machen können, wenn die ganzen Spieler, die an der Flanke gestanden wären, direkt nach unten geschickt worden wären, dann hätten sie halt dodgen müssen. Aber aus der Reichweite der Zwerge raus hätten sie wahrscheinlich den Ball schwärmen können und die dann möglicherweise noch abnehmen, um doch noch ihren Touchdown zu machen. Weil der Ball lag wirklich lange Zeit ziemlich unsicher herum. Tja, und man kann auch nur sagen, Reroll-Management, Leute, Reroll-Management. Auf beiden Seiten wurden meiner Meinung nach die Rerolls doch relativ frühzeitig rausgehauen. Finde ich unbedingt extrem optimale Situation. Ja. Und die haben dann am Ende doch noch gefehlt. Gerade habe ich eine Nachricht von einem weiteren Turnierspieler bekommen. Aus dem World Cup. Und ich hoffe, ich kann dann heute, also wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich gestern, in 2 Stunden mal ein Matchup spielen. Was natürlich schön wäre. Ich habe bisher nämlich nur noch einzelne Gruppenrunde, weil die Matchups nicht zusammenkommen. Ein Blitz für die arroganten Dodge-Viecher. Stellung ein bisschen an der Flanke. Ich meine, okay, sie haben 4 Spieler weniger. Das macht es schon ein bisschen schwer, von so einem Blitz zu profitieren, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, den hätte ich vielleicht. Ja, okay, er musste ihn da hinstellen, um diesen Support hier zu canceln. Schöner, erfolgreicher Block. Und er kann sich unter den Ball stellen. Vermutlich mit ein paar Rerolls. Oder, ne, ein Gong Fold reicht schon. Ich würde es nehmen. Oh. Nimmt er den Gong Fold? Er nimmt ihn nicht diesmal. Hält es sich ein bisschen mehr zurück. Nichtsdestotrotz, der Ball ist gar nicht mal so super schlecht hier in der Situation. Obwohl der Blitzer jetzt schon ein bisschen gefährlich steht, hier von dem Hobgoblin mit Dirty Player niedergeprügelt zu werden. Insofern, was sollten die Chaos-Zwerge hier machen? Auf jeden Fall so viele Spieler wie möglich um den Ball herumstellen, wenn es geht. Autsch. Das heißt unbedingt hier diesen Punch-Blitzer wegblocken mit Hamstragoss von Halschnut. Dann ist nämlich ein weiterer Zwergen-Chaos-Blocker da, der kann sich dann auch zum Ball stellen. Das wäre sinnvoll. Autsch. Ja, das war aber schon ein Risiko. Also jetzt haben die Hochelfen einige Prügel abbekommen, aber das war was, dass sie... das ist jetzt nicht ganz so optimal. Alle Chaos-Zwergen-Spieler sind festgesetzt. Aber ganz so schlimm ist es auch nicht. Ich muss sagen, ich hätte den fast vielleicht gar nicht aufgesammelt in der Situation. Weil der Ball irgendwo
irgendwohin scattern kann und der Elf ihn möglicherweise mit einem Dodge bekommt. Ja, aber wo Glück ist, wo Nuffle mit einem ist, geht es auch so. Nichtsdestotrotz, zwei Würfelblock auf den Goblin, sehr schön mit dem Guard-Spieler bekommen. Goblin geht K.O. Und vielleicht, na, der Ball liegt nicht unbedingt mega gut. Ein weiterer Dodge, ein weiterer Fail, aber gut, das war auch ein 4+, den hätte ich vielleicht so auch nicht genommen. Vor allem nicht in diesem Moment mit diesem Spieler. Das war schon sehr riskant. Hätte ich lieber hier mit Push rausgedodged, aber auch der hat eine... Hätte eine 3 gebraucht und das wäre auch nicht, wäre auch nicht gut gegangen. Ja, und jetzt sieht es ziemlich schlecht aus. Kein einziger Hochelf mehr auf seinen Füßen. Und damit... Oh doch, hier ist noch einer. Der war hinter dem Bull Centaur versteckt, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es wahr. Kein Hochelf mehr auf den Füßen. Und ich glaube, diese Gelegenheit würde ich nutzen, um mit dem... Oh, der Dirty Player Gobbo ist ja aus dem Spiel raus. Aber trotzdem, auf irgendeinen Elfen würde ich vermutlich jetzt drauf treten. Weil eine viel bessere Gelegenheit gibt es nicht. Aber ist natürlich nicht Zwang. Es sind schon 5 Hochelfen raus. Diesmal gibt es einen anständigen Cage. Einen mehr als anständigen Cage. Da kommt kein Hochelf ran. Nehmen wir mal die ganzen überflüssigen Symbole weg. Wir brauchen nicht ganz so viele. Und wieder ein gefailter Dodge. Diesmal eine 2+. Also die Hochelfen mit ihren Dodges haben nicht so viel Glück gerade. Mit einem extra Reroll wäre das vielleicht, also mit Dodge Skills wäre das vermutlich so nicht passiert, aber man hat ihn halt nicht. Ja, und damit sind die Chaoszwerge ehrlich gesagt schon durch. Dieser Blitz, den halte ich für fragwürdig, weil es gab mehr als genug andere Zwerge, die die Aktion mit gleicher Wahrscheinlichkeit hätten durchführen können und dann trotzdem noch genug Spieler übrig gewesen wären, Punsch den Blitzer wegzublocken, aber sei's drum. Hier in... Ach so, ja, okay, ja. Okay, ich sehe es. Es gab sowieso niemand anderen mehr wirklich zum Wegblocken, insofern. War es dann auch egal in der Situation. Und den haben wir nicht gekriegt. Ah, beziehungsweise sehr schön. Sehr ein schöner Schubser. Schubser dieses Hochelfen zum Bull Sand Tower, um einen weiteren Block zu erhalten. Das ist immer eine gute Idee. Also wenn ihr die Anzahl eurer Blocks maximiert durch solche gezielten Schubser, wenn ihr einen bekommt, zu einem eurer anderen Spieler, habt ihr höhere Wahrscheinlichkeiten, eure Gegner umzuhauen und sie zu verletzen. Das ist also eine sehr kluge Entscheidung hier. Was machen die Hochelfen auf der anderen Seite? Ein Foul. Auf einen Zwerg mit einer 1 und einer 2 war das nicht sonderlich erfolgreich. Puh. Aber auch jede andere Aktion wäre damit praktisch fehlgeschlagen. Kann man nur sagen, ein Glück, dass die Hochelfen nicht noch einmal versucht haben zu dodgen in dem Moment. Das wäre auch schief gegangen. Muss sagen, das ist ein bisschen einseitig, das Spiel. In der ersten Halbzeit hatten die Hochelfen, denke ich, noch eine sehr schöne Chance und so ein bisschen ihre Chancen verspielt. Die zweite Halbzeit mit dem Blitz ist an sich ganz gut losgegangen mit dem Blitz, ja. Aber dann, ja, war es mehr oder weniger vorbei. Scarlet hat sich den Ball nicht mehr abluchsen lassen im Anschluss. Ja, wohl einmal schon noch. Aber es war so ein eng gepackter Haufen an Chaoszwergenspielern, dass da kein Durchkommen war. Und so kann es gehen. Die Dawidzar Red Bull. Passender Name. Denn sie haben ihre Bullen dabei. Ja, was machen die Hochelfen jetzt? Ehrlich gesagt, viel können sie nicht mehr machen. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar im nächsten Zug den Touchdown machen. Anstelle von, also wenn ich Scarlet hier spielen würde, die Chaos-Zwerge, warum? Er hat dann noch 3 Züge. Er hat eine unglaubliche Übermacht auf dem Feld. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hochelfen nochmal einen Touchdown reinmachen, ist gering. Und die Wahrscheinlichkeit für die Chaos-Zwerge, oh, und schon wieder ein fehlgeschlagener Dodge für die Hochelfen. Unglaublich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Hochelfen, dass die einen Touchdown kriegen, ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Chaoszwerge noch einen Touchdown bekommen, ist schon eher größer. Aber ich würde es ihm auch nicht verdenken, wenn er sagt, er macht das jetzt nicht.
Und er wartet. Und er wartet. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur 2 Touchdowns sehen in diesem Spiel. Chaos-Zwerge kriegen, werden dann wahrscheinlich 2-0 gewinnen. Die Hochelfen sind so weit vom Ball entfernt, dass da eh nichts mehr geht. Und einen Block kriegen sie auch noch ab. Tja. Da hätten sich die Hochelfen... Ich denke, gerade die erste Halbzeit hätten sich die Hochelfen bestimmt noch ein bisschen besser behaupten können, wenn sie sich nicht alle direkt am Anfang hier in die rechte Ecke reingestellt hätten. Auch wenn es nicht so erscheint, aber ein Team, gerade ein Team wie die Hochelfen, ist stärker, wenn es sich mehr verteilt. Und weil gerade so ein Team wie die Chaos-Zwerge profitieren sehr davon, also die müssen profitieren davon, wenn sie am Gegner dran stehen, weil sie sind ja langsam, wohingegen die Hochelfen eher davon profitieren, ja, wenn sie nicht am Gegner stehen, weil ihre Stärken sind Beweglichkeit, vor allem wegen der Agilität, sie kommen auch schnell vom Gegner weg, aber das Zuhauen ist nicht so ihr Ding. Und da, ich meine, okay, immerhin hat er versucht, dann am Anfang noch rauszudodgen aus diesem, aus der Ecke in der ersten Halbzeit. Das war gut. Das war, denke ich, auch die beste Entscheidung. Wow, das war ein ziemlich gieriger Reroll von den Chaos-Zwergen. Gut, ihnen kann ehrlich gesagt fast nichts mehr passieren, aber scheinen dann doch noch ein bisschen unnötig. Sind eh nur noch 3 Runden, aber okay. Das verstehe ich nicht so ganz hier an der Stelle. Letzten Endes durch die Aktion hat er es diesem Elf erlaubt, jetzt ein bisschen einfach hier nach rechts wegzukommen. Oh, und die Blocks funktionieren auch nicht. Ich weiß, wie es ist. Sobald man am Boden ist, wird man noch weiter getreten. Das ist ein Affe. Immerhin, er versucht wenigstens noch ein bisschen zurückzuschlagen. Aber ich glaube, es wäre besser für ihn, wenn er einfach weglaufen würde. Vielleicht noch versucht, den Ballträger zu bedrohen. Könnte vielleicht noch einen Touchdown, hätte vielleicht noch einen Touchdown machen können. In den 2 oder 3 Zügen, die er dann noch übrig gehabt hätte. Aber ein Sieg wäre wahrscheinlich nicht mehr drin gewesen. Da kommt noch ein gieriges Foul, passend für unsere Liga. Denn das Thema der Liga ist es, treten, wenn sie am Boden liegen. Es wundert mich ehrlich gesagt noch, dass so viel Zeit übrig ist in diesem Spiel, weil es sind ja nur noch 3 Züge. Ich weiß gar nicht, was da noch so lange dauern kann. Oh. Ja, man muss sagen, das läuft nicht so gut hier. Für die Hochelfen. Keine guten Blocks. Und natürlich wieder eine 1 beim Dodge. Ja, ich wäre an der Stelle der Hochelfen jetzt auch ein kleines bisschen angepisst, muss ich sagen. Also Dodge... Die 1 auf den Dodge und die Doppel 6 auf den Rüstungswurf. Tja. Ja, Bull Centaur hier an der Ecke, unantastbar. Es kommt kein Elf ist mehr in der Lage, irgendwie dahin zu kommen. Und er macht jetzt sowieso den Touchdown. Wobei ich sagen muss, auch hier wieder Aktionen ohne Reroll zu machen, wenn man gerade vor dem Touchdown steht. Meiner Meinung nach riskant, aber in dieser Situation hat er eh nicht mehr verlieren können, also ist da das Risiko ein bisschen geringer. Ja. Also kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Der Goblo bleibt draußen, die verletzten Elfen bleiben draußen und ein Elf kommt zurück. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen One-Turn-Touchdown mit Beweglichkeit 7 Spieler? Ich glaube, sie ist ziemlich gering. 3, 4, 5, 6
6 Spieler nur. Kann man mit 6 Spielern einen One-Turn-Touchdown machen? Mit Beweglichkeit 7? Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Beweglichkeit 9 wird es vielleicht gehen. Aber 7, wie viele Felder muss ich mir da vorstellen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Felder. Das heißt, 4 Felder muss man sich nach vorne schieben. Das wird nichts. Ich befürchte, das wird nichts. Aber vielleicht kriegt noch irgendjemand aufs Maul und dann sind wir trotzdem glücklich. Oh! Und auf einmal ist wieder eine Chance da für die Hochelfen. Sogar eine ziemlich gute Chance. Jetzt haben sie die Möglichkeit, einen Touchdown zu machen. Nicht mit dem Double Skull. Yeah. Ja, die Doppel-1 hat sie jetzt irgendwie so ein bisschen gekillt. Ansonsten hätten sie nämlich noch hier hinten hingehen können, Ball aufsammeln, einen weiteren Spieler irgendwo hier hinstellen, hoffen, dass er einen Blitz überlebt. Beziehungsweise ein Spieler links, ein Spieler rechts, dann kann nur einer geblitzt werden. Vielleicht irgendwo hier hin, damit die Zwerge nicht ganz nah dran kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 going for its touchdown, aber wenn Nuffel zornig auf einen ist, dann geht da leider nichts, Leute. Dann geht leider nichts. Ich hatte auch schon teilweise über mehrere Seasons Nuffels Zorn zu spüren bekommen, obwohl Nuffel manchmal auch in der Gestalt von eigener Unfähigkeit sich auf dem Spielfeld zeigt. Und man dann nur der Meinung ist, Nuffel wäre gegen einen, aber wenn man Chancen, wenn man Aktionen mit niedriger Wahrscheinlichkeit durchführt, dann ja, dann gehen die Hasan halt eben schon mal gerne schief. Aber hier, nehmen wir eine Doppel-1 in diesem Moment. Ähnlich wie bei meinem One-Turn-Touchdown-Versuch mit den Skaven in meinem letzten Spiel. Da, es fühlt, das ist dann halt immer schade. Aber nichts zu machen. Und damit geht diese Runde zu Ende. Die Dawidzar gewinnen mit einem sehr überzeugenden 2-0. Die arroganten Dodge-Viecher konnten ihre Beweglichkeit leider nicht einsetzen und wurden vom Schlachtfeld gefegt. Oder nicht vom Schlachtfeld, vom Blood Bowl Pitch, um genau zu sein. Schauen wir uns mal die arroganten Dodge-Viecher an. Ihre Dodges waren, ehrlich gesagt, im Durchschnitt nicht sonderlich gut, aber ja, nicht einer von 6, der hier nur fehlgeschlagen hat. Die Rüstungswürfel waren auch eher nur meh dafür, dass sie eigentlich Rüstung 8 hatten. Die Verwundungswürfel und Casualties waren schon ganz okay. Dafür, dass sie so ja, häufig geprügelt worden sind jedenfalls. Ansonsten nicht viel gewürfelt. Auf der Seite der Dawidzar sehen wir überraschend schlechte Rüstungswürfe. 65% nur erfolgreich. Aber die Verletzungswürfel waren dann das, was sie gerettet hat. Der Rest nicht wirklich von großer Bedeutung. Puh, die Hochelfen, nicht sonderlich viele Paus. Da hatten sie auf jeden Fall ziemliches Pech. Das hat ihnen nicht geholfen. Auf der anderen Seite die Dawidzar doch mit deutlich mehr Paus und die Fenders damals auf dem Feld als Skulls. Nun ja, so kann es gehen. Und was sagt das Leaderboard momentan? Die Red Bull Dawidzar von Scarlett Carson auf Position 6, eine Position vor meinen armen Community-rasenden Riesenratten. Arrogante Dodge-Viecher ganz unten momentan in der Liga. Das schmerzt natürlich, da will eigentlich niemand sein, aber es lässt sich manchmal nicht verhindern. Tja, ganz oben in der Liga sind Alien Hunters Bösewichte. Gegen die hatte ich auch letztens die Freude. Ich hätte sie tatsächlich mindestens fast zu einem Unentschieden gekriegt, vielleicht sogar gewonnen, mit ein besseren Aktionen, ein, zwei besseren Würfelwürfeln, aber Alien Hunter auf jeden Fall einer der sehr guten Spieler. Ja, und der Rest ist auch nicht schlecht. So, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Blood Bowl Content bestimmt auch incoming. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.